Hallo und willkommen zum dritten Part. Ja, also ein Platz zum Niederlassen habe ich noch nicht gefunden, aber ich bin jetzt hier auch gut eine halbe Stunde rumgelaufen und auf dem hoher See rumgeschwommen und dann habe ich das da gefunden und da dachte ich mir, komm, starte mal die Aufnahme, das gucken wir uns mal an und naja, vielleicht ist da was Spannendes drinne, Bett oder so, was man mal mitnehmen kann, um auch die Nächte schneller zu überspringen. Es sieht ja schon sehr cool aus. Wo ist denn die Tür? Hallo, Tür? Tür? Oh, naja. Machen wir mal kurz Fackeln. Ach, hier ist die Tür. Guten Tag. Ist was drin? Nö. Crafting Table. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir ein bisschen Butter. Köder. Das könnten wir mal mitnehmen. Wir nehmen auch mal eine Angel mit. Nehmen so nur noch mal ein zweites Boot mit. Ja, ist aber dann doch recht dürftig. Also ich dachte, ja, huch. Ist vielleicht ganz cool. Hier ist vielleicht was Cooles, aber leider doch nicht. Ja, hier habe ich wohl jetzt so ein bisschen eine große Insel gefunden, die leider aber auch nur nicht gerade groß ist. Also zwar viele Bäume und alles, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, sollen wir uns jetzt hier erstmal irgendwo niederlassen oder... Ach, cool wäre es gewesen, wenn die hier ein Bett gehabt hätten. Ach, hier geht's auch hoch. Was haben wir denn hier oben? Ein Bett! Juhu, noch eine Kiste. Was haben wir hier? Eisen! Jawoll! Eine Rüstung. Eiserne Pferderüstung. Können wir uns ein Pferd holen? Geil. Oh, hier mit Aussichtsplattform. Yippie! Kann man noch pennen? Ja, dann gehen wir nochmal kurz schlafen. Das Bett bauen wir natürlich ab, dass wir unterwegs ein Bett haben. Ist natürlich blöd für den, der hier wohnt, aber nicht blöd für uns. Ich weiß, ist nicht nett, aber was soll ich machen? Geht's noch eine Etage höher? Nö. Okay, schick gebaut, muss ich sagen. Dunkle Holzbretter. Sieht schon geil aus, ne? Dings. Ja gut, okay. Dann gehen wir hier mal wieder runter. Hallo, du sollst runter. Geh runter. Danke. So, das heißt, also hier haben wir wohl ja, dicken Wald. Da können wir nochmal kurz ein bisschen reingucken jetzt hier in der Folge. Ansonsten, ja, ihr werdet dann irgendwann sehen. Ich werde sonst, wenn wir jetzt hier auch wieder in der Folge nichts Passendes finden. Aber ich dachte mir, allein nur dafür lohnt es sich, die Folge zu starten, so, weil sowas sollt ihr ja dann mitsehen, nicht nur ich. Sieht schon schick aus. Huch. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Vielleicht bleiben wir hier auf der Insel. Ich glaube aber nicht, weil. Oh, ruckelt das so? Ich war doch jetzt hier gerade schon. Sollen wir kurz was essen? Ja, Fleisch habe ich natürlich auch zwischen den Folgen mal kurz ein bisschen durchgebrutzelt, dass wir erstmal genug haben, dass wir nicht wieder verhungern. Das sollte erstmal wieder reichen. Also ihr seht, hier ist viel Wald, viel Wald, sehr viele Bäume, also schon wieder fast zu dicht alles. Das ist schon wieder fast alles zu dicht. Ein bisschen Wasser haben wir. Eine kleine Schlucht hatte ich gesehen, aber oh, ein Schaf. Siehst du? Hallo Schafi. Jetzt muss ich dich nicht mehr töten, ich habe schon ein Bett. Haha. Ja, hier wäre zwar schon vielleicht ein guter Spot, aber es ist halt einfach... Naja, ich möchte eigentlich so schon auf so eine Insel praktisch, die gut ist zum Bauen, wo es auch genug Holz gibt, aber wo vielleicht auch dann gleich irgendwie eine Schlucht so angrenzt, ne? So, wo man dann halt gleich so eine Schlucht hat, die man dann mal erforschen könnte, so dass man halt nicht irgendwie... Wir gucken mal kurz rein. Ein bisschen Eisen. Snacken wir uns mal kurz. Nehmen wir mit, wenn wir schon mal hier sind. Geh mal weg, Schafi. Ich will dir nicht wehtun. Achso, können wir nicht. Warum können wir das nicht abbauen? Weil wir dann eine Steinspitzhacke dazu brauchen. Haben wir Stein? Kies? Kies? Können wir nochmal einen Stein abbauen? Jawohl. Bauen wir hier kurz mal drei Steine ab. Machen wir mal kurz eine Stein
Spitzhacker. Und dann können wir auch das Eisen kurz mitnehmen. Eisen ist immer gut. Geht das damit? Jawohl, perfekt. So. Ja, das lege ich dann natürlich auch wieder mit. Bauen wir die mal kurz wieder ab. Bauen wir uns hier mal kurz das Eisen. Ah, seht ihr. Klappt auch. Wir haben Schnürchen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Eisen. Eisen ist eigentlich immer gut, wenn wir eh genug von brauchen. Auch für viele Rezepte. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch so eine kleine Höhle. Kohle brauchen wir gerade mal nicht. Das sind halt alles, seht ihr, das sind alles nur so kleine Buchten. Da müsste man sich überall reinbuddeln. Habe ich diesmal nicht große Lust drauf, muss ich sagen. Mache ich in dem anderen, oder habe ich in dem anderen Projekt gemacht, was nebenbei noch läuft. Und hier wollte ich wirklich dann, okay, hier ist eine Schlucht, da gehen wir runter oder bauen wir uns in die Schlucht rein und erforschen dann die Schlucht und gehen dann da in die Höhle. So war das eigentlich geplant, so. Und darum müssen wir jetzt hier einfach mal gucken. Ich sage ja, sonst so die Fläche an sich wäre geil. So hier ein schönes Haus hinbauen, da hinten einmal genug Wald, da so ein bisschen Wald. Aber ich habe echt keine Lust, mich irgendwo runterzugraben. Ja, klar, für einen Keller ist es dann später eh. Einen Keller werden wir auch wieder hier bestimmt in dem Projekt bauen. Aber diesmal ein bisschen schicker. Aber, ich bin ja echt diesmal so ein bisschen wählerisch. Also ich will hier nicht diesmal diesen Erstbesten nehmen. Das sieht hier alles geil aus. Hier haben wir echt eine große Insel diesmal gefunden. Aber, ja, sollen wir uns hier niederlassen? Sollen wir uns hier nicht niederlassen? Was haben wir hier denn? Oh, Himbeeren. Nehmen wir mit. Mal gucken, wie wir die anbauen. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was bist du? Ich brauche nicht unbedingt Kürbisse. Brauchen wir Kürbisse? Eigentlich nicht, oder? Komm, wir nehmen mal welche mit. Ein Kürbis. Wir nehmen mal zwei Kürbisse mit. Zwei reichen. Wo ist unsere Tafel? Tatsache, was schmeißen wir da mal raus? Hier, Gras. Das brauchen wir eh nicht. So, jetzt müssen wir uns auch langsam niederlassen. Oh, ein Schmetterling. Hallo. Hey, hol dich ab. Kuckuck, wo bist du? Da, hallo. Ein toller Schmetterling. Also, wir haben hier genug Bäume. Also, hier ist echt... Lassen wir uns hier nieder. Ich bin so zwiegespalten. Also, oh. So, so, nur noch. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet. Und, ja, darum kommt auch ab und zu mal dieses Räuspern. Können wir nicht ändern. Wir können ja jedes Mal, nur weil wir ein bisschen erkältet sind, oder ich, nur weil ich jedes Mal ein bisschen erkältet bin, aufhören. Oder kann keine Aufnahmen machen. Dann müssen wir halt einfach mal durch. Was hier? Würde das hier zu einer Höhle werden? Bestimmt wieder ordentlich, oder? Nee. Mensch, was ist das denn hier? Ich habe so viele geile Schluchten gefunden. Jetzt zwischen den Aufnahmen, wo ich hier rumgefahren bin und rumgelaufen bin auf den kleineren Inseln. Wie auf den größeren Inseln, ey. Kommt das einfach nicht. Aber ich glaube, dass es die Insel hier wird. Ich glaube doch, das ist so eine schöne große Insel. Wir haben hier Bäume und alles. Ich glaube, wir werden uns hier drauf niederlassen. Wo genau, werden wir jetzt mal kurz noch gucken in der Folge. Am besten noch, wo immer so ein bisschen Wasser in der Nähe ist, weil wir wollen ja später auch, oder ein bisschen Felder anbauen, klar, wir müssen auch mal ein bisschen an Gemüse und so kommen, dann kommt Lava, ein großer Berg, Kühe haben wir hier en masse, das ist gut, wir werden, oh, später bestimmt ein bisschen Leder brauchen, hier leckt's wieder, so, wir wieder in ein anderes Biom kommen. Was ist das? Eine schwebende Insel? Oder kommt er gerade mit dem Rennen nicht hinterher? Oh, da, das ist doch ein Höhleneingang, oder? Da gucken wir mal kurz rein. So, ich habe auch leider noch kein Gemüse oder so gefunden. Ich weiß auch nicht. Dachte so, vielleicht finden wir ein bisschen Gemüse. Aber irgendwie... Ist das hier eine Höhle? Entschuldigung, ich vergesse ab und zu mal von der Taste runterzukommen. Oh, hier wäre eine Höhle. Das wäre ja schon mal was, ne? Die sieht sehr groß aus. Oh, aua. Die, oder ist die da schon wieder vorbei? Wird das schon wieder so hell? Eisen. Laufen wir gleich nochmal zurück. Ah, ich glaube, hier ist die dann schon wieder vorbei. Oder? Ja, gut, man könnte sie hier trotzdem so ein bisschen erforschen, aber das wäre halt eher echt nur so eine kleine Höhle. Fledermäuse, guten Tag. Das Eisen nehmen wir mal hier. Oh, nehmen wir hier mal kurz mit. Zack. Zack.
Eisen haben. Ja, die Fackel kann man jetzt auch hier stehen lassen. Also, es wäre echt nur eine kleine Höhle. Wir gucken jetzt mal hier in die Richtung noch. Hier geht es ja noch weiter. Ja, hier wird es weiter runtergehen. Aua. Also, noch mehr Eisen. Aber dann war es das auch schon. Alter, was ist das denn? Nein. Wird es die Insel hier? Oh. Hier ist Kies. Ich muss da hier unten nochmal lesen, ne? Oha. Ja, gut, aber das ist schon sehr. Achso, hier geht's weiter. Mal kurz kennzeichnen. Hier würde es weitergehen, praktisch. Jawohl, toll. Also, hier würde es weitergehen. Also, es wäre was. Also, hier machen wir jetzt nicht weiter, weil ich habe ja immer noch die Monster aus. Weil ich wirklich ja erstmal für uns was in Ruhe suchen wollte. Aber hier wäre es ja dann vielleicht gar nicht so schlecht. So, wo kamen wir mal hier raus? Hier haben wir jetzt die Fackel platziert. Mal kurz die Fackel in die Hand nehmen. Hier hoch war das auf jeden Fall. Hier wäre auch Eisen weiterhin. Also es würde sich hier vielleicht doch lohnen. Ah ja, hier sind wir dann durch. So. Und dann sind wir echt hier wieder erst runter? Nein, oder? Oder? Doch. Ja, würde sich lohnen. Muss ich sagen, würde sich lohnen. Dass man hier vielleicht doch. Jetzt habe ich mich verlaufen. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Nein! Wie bin ich denn hier? Bin ich irgendwo runtergefallen? Nee. Jetzt wollen wir hier nur noch mal rausfinden. Hier habe ich das doch. Nee, habe ich gar nicht. Wo habe ich das denn gesehen? Da ist eine Fackel. Ach so, hier geht's lang, glaube ich. Oder? Zack. Aua. Hier haben wir die Fackel hingesetzt. Und dann. Ah, da geht's hoch. Okay. Ach so, ja, klar, macht Sinn. Müssen wir mal kurz ein bisschen um die Kurve laufen. So. So. Und dann müssen wir hier hoch irgendwie. Ja. Das war's auch schon. Ah ja, ein bisschen Erde. Fackel in die Hand nehmen, bitte, danke. Also würde sich hier auf jeden Fall vielleicht doch lohnen. Es wäre eine größere Höhle für den Anfang. Klar, später reisen wir und gucken uns auch andere Höhlen an. Aber machen wir hier einen Spot? Warte mal, wir müssen uns das hier mal kennzeichnen. Wo war jetzt der Eingang hier? Da. Das kennzeichnen wir uns hier mal so ein bisschen. Zack, zack, zack. So. Und dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt hier niederlassen. Auf jeden Fall wird es hier auf der Insel wohl stattfinden. Alles. Hier haben wir ein bisschen Lava. Ich weiß auch nicht, ob das so sicher ist. Bei mir Chaot. Es muss Wasser in der Nähe sein. Das ist ganz wichtig. Zu den Bäumen können wir erstmal immer hinrennen. Das wird dann eh erste Aufgabe. So, jetzt bauen wir erstmal das Bett hier hin. Überspringen mal kurz die Nacht. Und dann. Na? So. Zack, schlafen mal kurz. Und, ja. Aua. Wer mich doch immer gerade gehauen hat. Nun gut, dann wird es wohl doch diese Insel hier. Die sieht schon sehr groß aus. Also hier werden wir allein schon auf der Insel viel zu erforschen haben. Hier haben wir Wasser. Hier haben wir Wasser. Okay, das heißt, wir haben hier schon einen großen See. Das heißt, am Wasser ranzukommen wäre auch kein Problem für Felder. Ja klar, dann müssen wir erstmal ein bisschen bauen hier oben. Ja, doch, wir bleiben hier. Wir haben unseren Platz gefunden, wo wir bleiben. Hier werden wir jetzt irgendwo unser Haus hinbasteln. Auf dem Berg? Nee, nicht auf dem Berg, diesmal haben wir gesagt, na, sondern schon hier irgendwo. Was ist das denn hier? Auch nochmal eine Höhle. Gucken nochmal kurz rein. Hallo? Fackeln? Danke. Nimmst du dir mal in die Hand? Danke. Ja, gut, hier ist nur so ein kleiner Berg. Oder? 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 Ja, ist nur so ein kleiner Berg, wo man so an Kohle rankommen könnte. Nun gut, dann wird es aber auf jeden Fall diese Insel hier. Dann werden wir auch in der nächsten. Wo sind wir denn hier rein? Hallo?
Hallo. Geht's auch noch weiter runter, aber auch dann nicht mehr viel. Okay. Dann bauen wir jetzt immer schnell hoch und dann würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an, uns Holz zu sammeln. Wo sind wir denn hier hoch? Hier? Tatsache. Werden wir in der nächsten Folge anfangen, uns Holz zu sammeln und dann geht's los, würde ich sagen. Mit Bauen und alles. Ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, über einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.